seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 3, ihr Seeratten. So. Denn wenn wir mal in die nächste Mission drin stehen, jetzt müssen wir kurz was gucken. Ich muss leider die sechste Feindfahrt jetzt normal spielen. Ich hatte das zwar gestern schon aufgenommen, aber irgendwie ist mein Programm beim Aufnehmen abgestürzt. Also ich hatte bloß 6 Minuten drauf. Was sehr schade war, weil wir haben gestern den ersten Hilfskreuzer versenkt. Hinzu kam noch, dass wir noch 2 Tanker versenkt haben, 2 T3 Tanker. Waren wir knapp bei 60.000 pro Registerton. Leider wurde das nicht mehr aufgenommen. Waren bloß 6 Minuten drauf. Aber nun gut. Spiel ich jetzt normal. Aber so viel Glück werde ich jetzt wohl nicht nochmal haben. Naja, was soll's. So, hier hatten wir alle durch. Wir müssen BF-11 patrouillieren. Let's go. Let's do it. So. Volle Fahrt voraus. Wie versprochen gesagt, dass wir ja vor Weihnachten auf See verbringen werden. So, gehen wir hier lang. Gestern zum Beispiel habe ich genau auf Weihnachten gar nicht angegriffen, aber ich denke mal, was ist nun passiert? Der hier bestimmt war. Mal gucken, wie unser Glück diesmal sein wird. Kurz nimmt es gerade richtig an, sonst hätte ich jetzt schon die Folge hochgeladen, aber naja, gut. Muss ich halt nochmal durch. Und vor allem ist der Hilfskreuzer 13.850 Tonnen war gut gewesen, denn haben wir, wie gesagt, 3 Tanker rausgeschossen aus dem Konvoi und der war ungefähr, warte mal, hier muss ich patrouillieren. Hier sind wir ungefähr auf ihn gestoßen, wenn ihr den Go-Angriff mir habt. Aber nun gut, dann ist es halt so. Denn ist das halt so. Ich dachte, mein Hund ist hochgekommen.
So, meine Lieben, ich bin mal gleich wieder da. Solange unser Boot jetzt hier auf weiterfährt, werde ich mir mal schnell was zu trinken holen. Ist jetzt ist wieder ein bisschen erdrückend, wenigstens läuft jetzt ein kleines Lüftchen. So, und da bin ich wieder. Oh ja. Dezember 1939. Vor zwei Tagen liefen wir aus. Neuer Funkspruch, Herr Kaloin. Ah ja, bestimmt frohe Weihnachten gewünscht, wa? Funkspruch, Befehlshaber der U-Boote an U-49 am 24.12.1939. Ich wünsche allen U-Boot-Fahrern ein seliges und frohes Weihnachtsfest. Kommandanten halten sich bitte an das U-Boot Portugal betreffend besondere Anlässe. Machen wir. So schön, hier ist die Einsatzgruppe, die ist jetzt auf dem Weg nach Liverpool. Aber da kommen wir nicht mehr ran. So, ist mir egal, wir greifen jetzt an. Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin.
Sehr schön, Platz bei Nummer 1. Schiff gesichtet! Nee, wird schon ein bisschen zu rau. Das U-Boot wird so ein bisschen hochgeschmissen, wie ihr sehen könnt. Also ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern, denn wird wieder die See wieder rau werden. Also dass wir den Deckgeschütz jetzt nicht mehr benutzen. Schiff gesichtet! Was ist los? Ja, es ist doch klar, dass... Schiff gesichtet! Ey, da ist ja noch einer! Jawohl, Herr Kaloin! Wo kam der denn jetzt wie immer her?
Nummer 3. Bin mir gespannt, ob wir diesmal auch wieder auf Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Auf einen Konvoi stoßen. Auf so eine Einsatzgruppe, weil das wäre natürlich sehr schön, aber ich denke mal, so viel Erfolg werde ich jetzt natürlich nicht haben. Da sind das wir. Schiff gesichtet. Er ist weg. 1500. Jawohl, Herr Kaloin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das waren 2, 4, 5 Dampfer.
alle bis jetzt so eine Kleen bloß. Schiff gesichtet! Schiff gesichtet! Lage 1-0. Große Entfernung! Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Noch besser, ja.
Jawohl, Herr Kaloin. Ein Drittel Fahrt voraus. Ranfahren. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt zurück. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0, Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Schön. Jetzt eine schnelle Einsatzgruppe hinterher. Jawohl, Herr Kaloin. Jetzt noch eine schöne große Einsatzgruppe hinterher und dann wäre alles wieder perfekt. Da bin ich mir gespannt, ob wir da treffen. Schön werden, mal ein paar so schön dicken Brocken rausknallen, aber sieht wohl momentan schlecht aus. Okay. Komm. Da ist er.
kurz, wir werden mal kurz euch austauschen. Wie sieht's hier aus? Taufrischhalterung nicht mehr. Ja, ihr könnt noch. Gut. Volle Torpedos. Sehr schön. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Kriegt ihr das an? Da ist der Hilfskreuzer. Da ist der T3-Tanker. Hier ist ein T3-Tanker. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Kontakt. Kriegsschiff entfernt sich auf 1,5. Große Entfernung. Jawohl, Herr Kaloin. So. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Rohr 3, los! Rohr 4, los! Kontakt! Frachter, kommt näher auf 3, 5, 4. Große Entfernung. So, kommt jetzt aber schnell ran hier.
Torpedotreffer! 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 Den Tanker haben wir. Sehr schön. Nächstes Angriffsziel ist der große Tanker. Der Tipp der Termin, dass er noch ein fetter 10-3 Tanker, Alter. Jawohl, Herr Kaloin, kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. Rohr 1, los! Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Ein Drittel Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. So, guck mal bitte hier rüber. Zur Zeit nehme ich jetzt einen dicken Abflug zu knüpfen. Treffer! Jawohl, Herr Kaloin!
Zukunft. Hier wird der Tank entfernt. Rohr 1, los! Kontakt! Kriegsschiff entfernt sich auf 8-3, mittlere Entfernung. Sehr schön. Der A läuft. Das ist ja sehr gut. Jetzt müssen wir sehen, dass wir mal die Zerstörer mal runtergelockt kriegen. Torpedo-Treffer! Amerikaner, wa? Ja, ist ein Amerikaner. Jawohl, Herr Kaloin, ein Drittel Fahrt voraus. Rohr 3 feuerbereit, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin, Seerohrtiefe!
weiter außen rum und versuchen den Konvoi nochmal zu attackieren. Ein paar Torpedos haben wir noch drin, ein paar alle, da können wir noch ein paar rausknallen. Jawohl, Herr Kaloin, volle Fahrt voraus. Schiff gesichtet. Menschenskinder, Entschuldigung. Jetzt müsste man ein bisschen aushalten.
Ich würde ganz gerne den Zerstörer hier rausschießen. Jawohl, Herr Kaloy. Los! Rohr 2! Los! Ein Drittel Fahrt voraus. Kontakt, Kriegsschiff, kommt näher auf 327, große Entfernung. Jawohl, Herr Kaloy. Kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloy. Ein Drittel Fahrt voraus. Rohr 3, los! Rohr 4, los! Der bleibt so. Bitte, 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 bitte. Torpedotreffer! Nehmen.
Jawohl, Herr Kaloin. Ein Drittel Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Neue Tiefe 7,6 Meter. Rohr 5, los! Thank you.
sehr schön, jetzt holen sie ab. Wir warten jetzt, bis sie weg sind, tauchen auf und dann werden wir den hier mit dem Deckgeschütz behaken. Hier haben wir noch 1, 2 Torpedos haben wir denn noch. Bis sie weg sind. Gut. Guck mal her. Seerohrtiefe. Ein Drittel Fahrt voraus. Was wird mal kicken? Schleichfahrt! Neue Tiefe! 9,1 Meter! Kleine Fahrt voraus! Neue Tiefe! 5,0 Meter! Ruder! 2,6 Grad Steuerbord! Der tut nichts. Ich glaube, der hat schon seine Geschwindigkeit verringert und. Ja, mal kicken. Wie ist jetzt der neuesten Zerstörer, der jetzt ankommt da? Kontakt, Frachter, entfernt sich auf 2,5 große Entfernung. Nee, siehst du, sie ist schon vorbei. Thank you.
5, los! Torpedo-Treffer! Tiefe. Ein Drittel Fahrt voraus. So, ich würde sagen, jetzt patrouillieren wir noch unser Startgebiet noch und dann wartet die Wesen für diese Feindfahrt. Dann war es das gewesen. 1, 2, 3, 4. 7 Schiffe rausgeschossen. Gut. Jetzt sind noch 24 Stunden patrouillieren und dann...
war es das für diese Feindfahrt gewesen? Statusbericht senden. Wir haben 5 Tanker versenkt, 8 Frachter, 3 Kriegsschiffe mit insgesamt 82.422 Brutregistertonnen. Alter Verwalter, das ist doch mal eine Tonnage. Funkspruch erhalten, was haben wir? Zurück zur Basis. Dieselreserve ist auf 25% gesunken, Herr Kaloin. Ja, ist in Ordnung. Ist akzeptabel und wir werden jetzt noch, wie gesagt, auch jetzt regnet. Patrouillieren wir noch und dann geht's ab nach Hause. Also definitiv. Schiff schnell, weil immer ein Tanker oder ein Linienschiff gewesen. Mal gucken. Gut, noch 5 Stunden, dann haben wir es geschafft. Wenn alles geklappt hat, werden aufnehmen, wird die Folge irgendwann im Laufe des Tages heute noch hochgeladen werden. Mal gucken, wann. Ich weiß nicht, welche Zeit das, wie lange es in Anspruch nimmt, aber jetzt heißt es Patrouille beenden und zurück zur Basis. Sie wurden ausgezeichnet. Ritterkreuz mit Eichenlaubschwert und Brillanten. Ritterkreuz mit goldenen Eichenlaubschwert und Brillanten. Ihre Mannschaft erhielt Beförderung und Medaillen. So, meine Lieben. Das denk mal, werden wir alle 3 Auszeichnungen. Ich werde nicht mehr. Auf jeden Fall die Stabsbootsmann. Der USO-Stabsbootsmann. Du bekommst eine Auszeichnung. Du bekommst eine Auszeichnung. Du bekommst die Auszeichnung. So. Guck dir das an, Junge. Was? So, und damit werden wir jetzt alle Offiziere mit... Echt jetzt? Dann komm her hier. Der Torpedoschütz bekommt. So. Du wirst ein Torpedoschütze. Komm her. Gut. Dann hätten wir soweit alle, meine lieben Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde die Folge jetzt mal kurz hochladen. Mal gucken, wann so kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 3 wieder, ne? Jo, also dann, liebe Leute, wenn ihr hauen und tschüss, einen schönen Tag noch.